Eine Rechnung nicht pünktlich bezahlt, schon kommt die Mahnung. Aber wie viel darf die eigentlich kosten? Welche Erfahrungen haben Sie schon mal mit überhöhten Mahngebühren gemacht? So sieht man das in Kiel. Wie würden Sie sich denn verhalten, wenn Sie jetzt auf einmal eine Mahnung bekommen? Meine Mama anrufen und dann mal fragen, was man da so macht. Die 5 Euro, die gegebenenfalls draufkommen, würde ich gerechtfertigt finden, wenn derjenige tatsächlich Anspruch auf diese Sache hätte. Ich gucke schon, dass, wenn ich eine erste Mahnung bekomme, noch keine Gebühren da drauf sind. Und wenn, dann bezahle ich sie einfach nicht. Widerspruch einlegen und hier aussitzen. Abwarten, bis die irgendwann nicht mehr reagieren. Wir sind dafür zu ehrlich und zahlen immer alles. Also es ist ja schon so, man bekommt ja vorher eine Zahlungserinnerung, die lege ich dann zur Seite und denke, ja, mache ich, überweise ich. Und dann habe ich das dann irgendwann vergessen und denke, na gut, selbst schuld. Gehe ich erstmal auf die Palme. Warum? Weil ich eine Mahngebühr, weil ich das vergessen habe. Ich lebe nicht in Deutschland, daher ignoriere ich sie einfach. Ich habe immer zugesehen, dass meine Gelder, die ich dann zahlen muss, dass ich die dann auch pünktlich zahle. Mahnung im Briefkasten hatte ich noch keine. Das ist natürlich eh immer am besten. Mit diesem Thema startet auf jeden Fall die Drehscheibe heute. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, für die Mahnung nochmal extra abkassieren, das ist absolut kein Einzelfall. Eine Umfrage unter 40 Unternehmen hat jetzt ergeben, dass 3/4 von ihnen, also 30 von 40, überhöhte Mahngebühren abkassieren. Und einige von ihnen berechnen sogar mal eben ganz dreist das Doppelte dessen, was erlaubt ist. Denn kaum einer weiß ja auch, wie hoch so eine Mahngebühr sein darf. Stefan Bernhauser muss eine Reisebuchung stornieren. Thomas Cook schickt ihm eine Abrechnung über Stornokosten per Post. Bernhauser soll noch 34 Euro überweisen. Doch das vergisst er und findet 4 Wochen später im Spam-Ordner seines E-Mail-Programms 2 Mahnungen von Thomas Cook. Für die erste berechnet der Reiseveranstalter 15 Euro, für die zweite sogar 25. Macht 40 Euro, denn Bernhauser soll den vermeintlichen Schaden von 2 Mahnungen ersetzen. Also der Ärger war nach den beiden Mails, die ich dann im Spam-Ordner entdeckt habe, schon ziemlich groß. Gerade weil die Restforderungen von den Stornokosten nur noch 34 Euro betrugen, den gegenüber standen 40 Euro an Mahngebühren. Also das hat absolut den Rahmen gesprengt und ich denke auch nicht, dass es wirklich seriös ist. Das sehen auch Juristen so. Mehrere Oberlandesgerichte haben festgestellt, nur die tatsächlichen Kosten einer Mahnung dürfen dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Doch mehr als 2,50 Euro pro Mahnbrief hat bislang noch kein Gericht anerkannt. Tatsächliche Kosten sind Papier, Druck und Porto bei einer Mahnung per Post, nicht aber allgemeine Personal- und Verwaltungskosten. Die Verbraucherzentrale Bundesverband prüft jetzt eine Klage gegen Thomas Cook. Denn 40 Euro für 2 Mahnungen per E-Mail seien nicht nachvollziehbar, zumal ja keine Kosten für Druck und Papier angefallen sind. Die Antwort von Thomas Cook per Fax? Wir überprüfen derzeit, welche Auswirkungen die aktuelle Rechtsprechung auf den Mahnprozess hat. Überhöhte Mahngebühren. Für viele Verbraucher nicht nachvollziehbar. Ich ärgere mich ständig über Mahngebühren. Ja. Wie hoch sind die denn da? Naja, also ich sag mal, die gehen manchmal schon so 4, 5, 6 Euro. Ne? Ja. Wenn es 20 Euro sind, 5 Euro zu verlangen, ist eine Frechheit. Aber wenn es so 8, 9, 10 Euro manchmal oder drüber ist, dann finde ich es so ein bisschen übertrieben. Übertriebene Mahngebühren kassieren viele Firmen. Wir haben 40 aus verschiedenen Branchen befragt. Nicht alle rücken sofort mit den Zahlen raus. Manche behandeln Mahnkostenpauschalen als Betriebsgeheimnis. Mehr als 3/4 aller Unternehmen verlangen überhöhte Mahngebühren. Erstaunt sind wir wirklich über diese großen Ausreißer, die es da gibt, gerade weil es so viel Rechtsprechung jetzt doch inzwischen zu dieser Problematik gibt. Und dass einige Anbieter es immer noch wagen, tatsächlich so hohe Mahngebühren gegenüber Verbrauchern in Rechnung zu stellen, das geht eigentlich gar nicht. Und doch ignorieren viele Unternehmen die gängige Rechtsprechung und rechtfertigen sich wie Vodafone. Säumige Zahlungen verursachen bei allen Unternehmen hohen internen Aufwand und Kosten. Das glaubt Robert Blackert vom Deutschen Verbraucherschutzverein nicht. Er hat schon mehrfach gegen Vodafone wegen überhöhter Gebühren prozessiert und einen Gerichtsbeschluss erwirkt, in dem es heißt, dass Vodafone Kunden durch überhöhte Lastschrift- und Mahngebühren innerhalb weniger Monate ein Schaden von mindestens 8,85 Millionen Euro entstanden sei. Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesen Gebühren, die die Unternehmen zu Unrecht kassieren, um eine
nicht ganz unerhebliche Einnahmequelle der Unternehmen handelt. Wir deshalb erkennen, dass die Unternehmen bei der Umsetzung von gerichtlichen Entscheidungen auch sehr zögerlich sind und auch sonst sehr kreativ sind, diese Pauschalen so lange als möglich von den Kunden kassieren zu können. Der Deutsche Verbraucherschutzverein klagt nun erneut gegen Vodafone wegen überhöhter Mahngebühren. Derzeit sind es 6,50 Euro. Die Verbraucherzentrale Berlin empfiehlt, überhöhte Mahngebühren zu kürzen und das dem Unternehmen auch zu erklären. Man sollte aber, und das ist wichtig für Verbraucher, sich auch an den Anbieter wenden, also nicht nur pauschal kürzen, sondern dem Anbieter das schon spiegeln, warum habe ich gekürzt. Es gibt eine Reihe von Urteilen, auch mit guten und nachvollziehbaren Entscheidungsgründen, und die können die Verbraucher ja dann heranziehen in ihrer Begründung. Sich an diese Urteile zu halten, für die Unternehmen ein guter Vorsatz für 2015. Ja, bin ich dabei. So wie ein Wagen jetzt in Hamburg durch die geschlossene Schranke eines Parkhauses geschossen ist, also da wollte die Fahrerin auf diese Weise sicher nicht einfach die Parkgebühr sparen. Gründe für solche Irrfahrten sind oft falsch eingelegte Gänge oder verwechselte Pedale. So sollte der Wagen nach dem Ausparken nicht aussehen. Eine 74-Jährige kam mit ihrem Pkw erst an einer Betonwand und einem Zaun zum Stehen, nachdem sie vorher durch die geschlossene Schranke eines Parkhauses geschossen war. Die Feuerwehrkräfte konnten nicht glauben, dass so etwas passiert. Das ist sicherlich kein alltäglicher Einsatz. Der Aufprall war so heftig, dass die Opel-Fahrerin eingeklemmt wurde. Eine ältere Dame ist mit ihrem Pkw zwischen eine Betonmüllbox und eine Zaunanlage gefahren und war im Fußbereich der Fahrertür eingeklemmt. Das Ganze gestaltete sich etwas schwierig, weil wir an diese Tür nicht direkt rankamen und natürlich auch keine weiteren Verletzungen bei der Rettung setzen wollten und deswegen größere Elemente des Zaunes entfernen mussten. Die Unglücksfahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war während des ganzen Einsatzverlaufes ansprechbar. Und inwieweit sie jetzt Verletzungen davongezogen hat, wird erst die klinische Untersuchung ergeben können. Häufige Ursache für solche Unfälle, das Verwechseln von Gas- und Bremspedal. Das war auch hier in Hamburg der Grund, warum eine ältere Dame mit ihrem Wagen durch die Parkhauswand rast und auf dem Dach landet. Im alten Land in Holland-Wielenfleet war wohl ein Herzinfarkt die Ursache dafür, dass ein Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und durch eine Hauswand fährt. Die drei Senioren im Auto können erst befreit werden, nachdem die Feuerwehr den Wagen ins Freie gezogen hat. Nicht immer gehen solche Unfälle glimpflich für zufällig in der Nähe stehende Personen aus. Hier in Wuppertal fährt eine 80-jährige Frau erst in die Fensterscheibe einer Apotheke. Dann rollt der Wagen den Bürgersteig herunter und erfasst 12 Personen, die zum Teil schwer verletzt werden. In Hamburg stirbt 2010 ein 4-jähriges Kind, als ein Rentner ruckartig ausparkt und rückwärts schießt. Die Mutter wird lebensgefährlich, der Onkel schwer verletzt. Der 75-jährige Fahrer wird vor Gericht zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Eisige 4 Grad hat das Wasser des Muldeflusses gerade. Und die Strömung rund um das Muldewerk bei Dessau ist so stark, dass sich selbst professionelle Taucher dort nicht ins Wasser trauen. Deshalb ist die Suche nach einem 21-jährigen Mann seit 2 Tagen schon ohne Erfolg. Am Montag ist er dort in die Fluten gesprungen, weil er den Hund seiner Freundin aus dem kalten Wasser retten wollte. Rund 4 Grad ist das Wasser der Mulde kalt. Lange hält der menschliche Körper diese Temperaturen nicht aus. Auch 2 Tage nach seinem Sprung in den Fluss fehlt von dem 21-jährigen Dessauer jede Spur. Beim Gassigehen mit seinem Hund fällt dieser plötzlich in der Nähe des Wehres ins Wasser. Kurz entschlossen springt der Dessauer hinterher, lässt seine Freundin am Ufer zurück. Wenn er ins Wasser fällt, bei den niedrigen Temperaturen, bei 4 Grad, dann werden wahrscheinlich die Funktionen im Körper runtergefahren und dann kann er sich nach kurzer Zeit nicht mehr bewegen. Mit mehreren Booten und per Hubschrauber suchen die Rettungskräfte sofort nach dem Mann. Allen ist bewusst, dass die Zeit gegen sie läuft. Bei starker Strömung kommt selbst das Motorboot der Feuerwehr kaum voran. Alles, was die Männer am Ufer finden, ist der leblose Körper des Hundes. Seit den heutigen Morgenstunden dauern die weiteren Suchmaßnahmen an. Wir haben wiederum Kräfte der Wasserschutzpolizei, die den Bereich der Elbe und der Mulde heute wieder absuchen werden. Zudem kommt jetzt noch ein Hubschrauber zum Einsatz, der auch noch mal das Gebiet der Elbe bzw. auch der Mulde abfliegen wird. Äußerst starke Strömung und eiskaltes Wasser. Es gibt im Grunde keine Hoffnung mehr, den 21-Jährigen noch lebend zu finden.
Warum der Mann so kurz entschlossen handelte, können selbst Hundebesitzer nur teilweise verstehen. Wir wären auch hinterher gesprungen, also denke ich mal. Also ich zumindest auf jeden Fall. Es ist ein Teil von der Familie, gehört einfach mit dazu. Also es ist vom Prinzip her wie ein Kind. Ja, ich habe die Hunde auch lieb, aber in dem Moment hätte ich vielleicht überlegt, gut, ein Hund ist vielleicht doch was anderes als wie ein Mensch. Also für einen Mensch hätte ich es gemacht, für einen Hund sicherlich nicht, auch wenn ich die Hunde genauso lieb habe wie mein Kind. Die Polizei hat heute noch einmal das Suchgebiet erweitert, doch bislang bleibt der 21-Jährige weiter vermisst. Kennen Sie den Südseestaat Kiribati? Nein, ich auch nicht. Und genauso ging es wohl auch Henning Dölger. Doch der 71-Jährige soll laut seiner Telefonabrechnung ein Ferngespräch nach dem anderen in die exotische Region am anderen Ende der Welt geführt haben. In seiner Telefonrechnung ausgedrückt heißt das 3.400 Euro. Hacker hatten seinen Router geknackt und die Gespräche geführt. Doch die Telefongesellschaft will, dass Dölger trotzdem zahlt. Es war ein Schock für den Rentner Henning Dölger, als er seine Telefonrechnung für den Monat Oktober 2014 in den Händen hielt. 3.472 Euro sollte er zahlen. Angeblich habe er 133 Telefonate in einem kleinen Pazifikstaat namens Kiribati geführt, irgendwann nachts zwischen 1 und 2. Henning Dölger ist fassungslos, meldet sich sofort bei seiner Telefongesellschaft. Und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen und habe dann sofort Kontakt mit der WOBCOM aufgenommen. Ja, da sind sie sicherlich ein Betrug aufgesessen. Wir bestehen aber trotzdem auf den Betrag, der in der Rechnung war, dass der überwiesen wird. Da habe ich im ersten Moment gedacht, das lasse ich mir nicht gefallen. Das habe ich ihm auch so geschrieben, dass ich alles unternehmen werde und dass ich mir auch einen Rechtsanwalt nehmen werde, um dagegen vorzugehen. Die Telefongesellschaft ist sich keiner Schuld bewusst. Hacker haben sich Zugang zum Router des 71-Jährigen beschafft. Die Rechnung solle aber trotzdem zahlen, denn der Rentner habe sich nicht ausreichend geschützt. Auf Newslettern hätten sie ausdrücklich auf mögliche Sicherheitslücken der Fritzbox hingewiesen. Nun müssten sich die Kunden selbst schützen. In diesem Fall war es sehr wahrscheinlich so, dass dort eine bereits seit Anfang des Jahres bekannte Sicherheitslücke ausgenutzt worden ist, die trotz mehrfacher Hinweise vom Kunden nicht behoben worden ist. Die Angreifer haben das Gerät manipuliert und anschließend dann diese Telefongespräche nach Kiribati in dem Fall initiiert. Der Anwalt von Henning Dölger sieht das anders. Ein solches Unternehmen habe eine Kappungspflicht. Das heißt, bemerkt ein Mobilfunkunternehmen, dass der Kunde plötzlich eine ungewöhnlich hohe Handyrechnung produziert, so hat das Mobilfunkunternehmen die Pflicht, die Verbindung zu kappen, damit sich der Kunde nicht selbst schädigt. Das sei in diesem Fall nicht geschehen. Man hätte hier schon feststellen können, dass hier etliche Anrufe nach Kiribati gemacht werden und dann aufgrund dessen das sperren. Ferner ist es so, dass natürlich das Telefonunternehmen feststellen muss, weil man immer so 30, 40 Euro pro Monat hat und auf einmal über 3.000 Euro, dass da was nicht stimmt und das Telefonunternehmen hätte da auch einschreiten müssen. Und problematisch finde ich halt auch noch, dass das Unternehmen hier selber sagt, es ist eine Straftat, es ist ein Betrug und trotzdem das Inkasso betreibt. Da muss man auch mal überlegen, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Henning Dölger hat mit seinem Anwalt ein Schreiben aufgesetzt. Die abgebuchten 3.472 Euro von seinem Konto hat er zurückgebucht und wird erstmal nicht zahlen. Notfalls geht er vor Gericht. Seine Fritzbox hat er jetzt mit mehreren sicheren Passwörtern ausgestattet. Ja, das ist wichtig und besser wahrscheinlich. Mittelalter-Idylle und City-Outlet, also Bad Münstereifel, hat jede Menge zu bieten. Doch der kleine Kurort schreibt seit Jahren rote Zahlen. Um Geld in den leeren Stadtsäckel zu bekommen, will Bad Münstereifel all diejenigen zur Kasse bitten, die angeblich vom boomenden Tourismusgeschäft profitieren. Fahrschullehrer und Malermeister können da nur mit dem Kopf schütteln. Alois Kann ist Fahrlehrer in Bad Münstereifel. Mit Touristen hat er überhaupt nichts zu tun. Trotzdem ist er für die Stadt ein direkter Profiteur vom angeblichen Tourismusboom. Deshalb soll er zahlen und versteht die Welt nicht mehr. Ich verstehe nicht, was eine Fahrschule vom Fremdenverkehr hat. Denn Fahrschüler sind angehalten, ihre Ausbildung möglichst wohnortsnah durchzuführen. Und dann hätten wir keine Touristen, die bei uns in die Fahrschule kommen. Die Stadt jedoch, lang ein eher verschlafenes Eifelnest, sieht sich selbst als Touristenmagnet, seit im August aus ihrem Stadtkern ein Outlet-Center wurde. Tatsächlich kommen vermehrt Touristen, um zu shoppen. Dass jedoch so gut wie alle Berufsgruppen deshalb eine Tourismusabgabe zahlen sollen, macht viele fassungslos. Zum Beispiel Malermeister Willi Schmitz. Auch er hat mit Tourismus nichts zu tun. Also vom Outlet selbst hatten wir überhaupt nichts.
Stadt. Ne? In der Stadt, sage ich mal, haben wir Privatkunden, okay, aber die haben auch mit dem Outlet nichts zu tun. Ne? Und die Läden, die gemacht worden sind, sind von anderen gemacht worden und nicht von uns. Ne? Sonst würde ich noch sagen, ja, okay, aber so, nee, danke. Doch die Stadt hat ein Problem, Tourismus hin oder her, sie ist pleite. Deshalb braucht sie neue Einnahmequellen. Immerhin, sie will die neue Abgabe staffeln. Wer also viel vom Tourismus profitiert, wie Hotels oder Cafés, soll auch viel zahlen. Wer wenig davon hat, wie Fahrlehrer, soll weniger zahlen. Doch selbst beim Fahrlehrer geht die Verwaltung davon aus, dass er schon irgendwie an den Touristen verdiene. Die Fahrschule hier am Ort, da geht vielleicht die Hotelfachangestellte in die Bad Münstereifeler Fahrschule, weil sie aufgrund ihrer Arbeitszeiten im Restaurantbereich nicht in der Lage ist, die Fahrschule an ihrem Wohnort, zum Beispiel in Rheinbach, zu besuchen. Da entschließt sie sich, den Führerschein hier in Bad Münstereifel zu machen. Aha. Verwaltungsrechtlich ist das Ganze allerdings in Ordnung. Und Bad Münstereifel liegt voll im Trend. Immer mehr klamme Kommunen erfinden neue Abgaben. Duisburg zum Beispiel hat eine sogenannte Sexsteuer für Prostituierte eingeführt. Zum Beispiel Köln eine neue Bettensteuer für Hotels, die sich jedoch als rechtswidrig herausstellte. So oder so, bei immer neuen Abgaben fühlen sich viele schlicht abkassiert. Eine zusätzliche Abgabe finde ich immer schlecht. Warum? Ja, weil es Geld kostet. Hier zahlt man wirklich genug. Wir haben ein Haus selbst und da werden ständig auch die Grundsteuern, alles wird da erhöht. Münstereifel ist eben etwas klamm, sagen wir es mal nett ausgedrückt. Und deswegen suchen sie wahrscheinlich eine Möglichkeit, irgendwo noch Geld zu kriegen. Insgesamt 150.000 Euro pro Jahr will Bad Münstereifel mit der neuen Abgabe einnehmen. Das dürfte die Stadtkasse längst nicht sanieren. Weitere kreative Erfindungen sind also nicht ausgeschlossen. Wir warten es gespannt ab. Und ich gebe zu, ich bekenne mich schuldig, ich habe es auch schon mal getan, während des Autofahrens eine SMS getippt oder mit dem Handy am Ohr telefoniert. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige, oder? Der schnelle Griff zum Handy, der kann aber nicht nur richtig teuer werden, schlimmstenfalls kann er sogar zu schweren Unfällen führen. Und deshalb ist die Polizei in Sachen Kontrolle ziemlich streng. Wir haben Sie angehalten, weil Sie gerade telefoniert haben. Nein, ich habe hier Headset am Ohr. Sie haben ein Headset am Ohr? Ja. Okay. Und mit dem Headset auch. Was haben Sie denn in der Hand gehabt? Irgendwas haben Sie in der Hand gehabt? Der Kollege hatte zumindest den Eindruck, dass Sie telefoniert haben. Also Sie können mit meiner Freundin sprechen. Ich telefoniere, aber ja. Okay, nein. Ich möchte nicht mit Ihrer Freundin telefonieren. Weil die Frau am Steuer den Vorwurf von Polizeihauptkommissar Achim Pitzen vehement bestreitet, fragen die Beamten per Funk bei ihrem Kollegen, der den Späher macht, nach. Thomas? Ja? Ja, die Dame sagt, zum einen hat sie eine Ohrverbindung, sie hätte das Handy in der Tasche gehabt. Ach, negativ. Das Handy in der linken Hand gehabt und hat weder gerade die Telefonnummer eingegeben oder SMS geschrieben, das konnte ich jetzt natürlich nicht sehen. Mhm. Okay. Also definitiv Handy in der linken Hand und bedient. Richtig. Polizeioberkommissar Thomas Koop ist der Späher und trägt Zivil statt Uniform. So getarnt meldet er den Kollegen an der Kontrollstelle Handysünder am Steuer in der Innenstadt von Borken. Die Debatte zwischen Achim Pitzen und Irmgard Schutter, der Kurierfahrerin, geht in die zweite Runde. Und der Kollege ist wirklich gerade darauf fixiert, ja, Sie zu beobachten. Sie hatten ein Handy in der Hand. Ja, das stimmt. In der Sie hatten also ein Handy in der linken Hand, dürfen Sie nicht in der Hand haben. Ja, und von daher haben wir Sie jetzt auch hier angehalten. Ja, ja. Das ist ja jetzt, ich habe ja nur dahingeschmissen. Sie haben es nur dahingeschmissen. Ja, ich nehme auch aber, schon mal einen Kugelschreiber und schmeiße doch dahin. Aber auch in dieser Situation vergehen wichtige Sekunden, die an Ihrer Reaktionszeit fehlen. Die Spielerei mit dem Handy ist lebensgefährlich und wird deshalb teuer für die Dame am Steuer. Sagen Sie mir jetzt nicht, dafür kriege ich jetzt einen Punkt und die 60 Euro, nur weil ich die in der Hand genommen habe. Ja, das ist also die Folge. Ja? Glaube ich jetzt nicht. Doch, weil wir heute auch so ein Handy-Kontrolltag haben, ganz explizit auf Handy fixiert sind. 88,50 Euro Bußgeld und Bearbeitungsgebühr, dazu noch einen Punkt, der die Frau vom Paketservice ganz besonders ärgert. Dieses Handy wird nie wieder angefasst während der Fahrt, auf jeden Fall. Ja, weil ich hab keinen Bock auf noch weitere Punkte, ne? Das geht sonst ganz schnell. Gerade so für so Sachen finde ich da total dämlich und deswegen habe ich ein Headset. Ich habe auch nicht gewusst, wenn ich das von da nach da tue. Ne? Aber hilft nichts. Ja?
Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, würde Hauptkommissar Pitzen sich noch mehr Verbote und härtere Gesetze wünschen. In den letzten Jahren war die Entwicklung halt auch so, dass also auch das Handy vom Stellenwert her bei der Ordnungswidrigkeit immer mehr angehoben worden ist. Also ich denke, dass da auch später vielleicht noch andere Sachen, die im Moment auf dem Markt unterwegs sind, wie Navigationsgerät, MP3-Player, eine Kamera, dann auch irgendwann mal aufgenommen werden. Wie viele andere hat auch die Polizei im Kreis Borken Handys am Steuer, den Kampf angesagt. Augenblicke und Sekunden mit dem Telefon führen zu Konzentrationsverlust im Straßenverkehr. Blindflug ist die Folge und daraus resultieren immer wieder Unfälle mit Toten und Verletzten. Man geht davon aus, dass bis zu 30% aller Verkehrsunfälle durch Ablenkung am Steuer passieren. Dazu zählt zweifelsohne auch die Handynutzung. Aber die Dunkelziffer ist viel, viel größer. Um diese Dunkelziffer aufzuhellen, stehen wir hier, um die Leute dann auch letztendlich auf die Gefahren aufmerksam zu machen und die Unfallzahlen zu senken. Achim, jetzt ein blauer Ford Focus. Fahrer trägt eine Kappe und ist nicht angeschnallt. Thomas Koop, der Polizeispäher, hat den Nächsten erwischt. Der Mann im Kleinwagen wird zum Fall für Oberkommissar Koprasch an der Kontrollstelle. Sie waren nicht angeschnallt? Brauchen Sie jetzt vor und nichts zu sagen? Ist schon okay, ich war nicht angeschnallt und das ist dann auch okay. Gut. Hätte ich mal einmal gerne den Führerschein und den Fahrzeugschein? Alfons Langela ärgert sich, dabei hatte er gar kein Handy dabei. Aber mit 30 Euro Bußgeld für den fehlenden Sicherheitsgurt hätte der 52-Jährige lieber Schöneres getan. 30 Euro ist ja auch schon eine Hausnummer. Das für so ein Vergehen, denke ich, kann man sich dann auch schnell sparen. Mit der Frau mal schön essen gehen. Per Funk liefert der Späher in Zivil den nächsten Fall. Kannst du ihn aufnehmen? Ja, Thomas, ich habe ihn. Sie können sich denken, warum Sie angehalten wurden. Telefon am Gut. Das heißt 60 Euro Bußgeld, 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr und einen Punkt in Flensburg. Dabei hätte Frank Bödder sich den ganzen Ärger locker sparen können. Weil ich das Handy jetzt eigentlich hätte nicht ans Ohr hin tun können. Ich hätte auch auf Lautsprecher bzw. eine Freisprecheinrichtung. Es war eigentlich bloß ein ganz kurzer, blöder Anruf. Sehr doof. Aus Erfahrung als Lkw-Fahrer und von Bekannten weiß der 24-Jährige um die Gefahr, die von Handys am Steuer ausgeht. Man guckt mal eben schnell drauf, wer hat mir denn da gerade geschrieben oder man wird halt angerufen. Es lenkt halt ab vom eigentlichen Geschehen auf der Straße und es wird immer voller, es gibt immer mehr Verkehr, es wird natürlich immer gefährlicher. Und da ist solche Ablenkungen sind einfach unnötig und deshalb finde ich es auch eigentlich total in Ordnung, dass die Polizei da hinterher ist. Dieter Holten ist der mobile Späher im Team der Kontrolleure. Der Oberkommissar fährt seit 27 Jahren in Uniform Motorrad und holt gerne jene von der Straße, die sich mit ihrem Telefon im Verkehr unbeobachtet fühlen. Dabei aber gibt es, nach einem aktuellen Urteil des Oberlandesgerichtes in Hamm, eine kleine Ausnahme. Wer an der Ampel steht, mit ausgeschaltetem Motor oder bei den neueren Fahrzeugen, wo der Motor sich selber ausschaltet, da ist das Telefonieren grundsätzlich erlaubt. Polizeilich ist das allerdings nicht wünschenswert. Weil dann sind die Leute, die verpennen dann die Grünphase und die nachfolgenden Hupen entsprechend. Aber verboten ist es nicht. Mit einem Handysünder im Schlepptau sorgt der 52-jährige Kratfahrer für Nachschub an der Kontrollstelle. Hauptkommissar Achim Pitzen nimmt sich eines Herrn im Familienvan mit Doppelspiegeln für Fahrer und Beifahrer an. Und dabei müsste der Mann am Steuer eigentlich wissen, dass er so manches falsch gemacht hat, was er in seinem Beruf tagtäglich seinen Schülern predigt. Denn Andreas Schaffeld ist Fahrlehrer, hauptberuflich und in zweiter Generation. Und dabei ist dem Kollegen aufgefallen, dass Sie während der Fahrt telefoniert haben. Das Handy, ja. Ich hatte das hier draußen, genau. Wir haben damit, genau. Hantiert. Sollte man nicht tun, sondern ich möchte mal den Führerschein, den Fahrzeugschein sehen. Ja, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ich habe meine Jacke im anderen Auto liegen. Jacke im anderen Auto auch nicht dabei. Ich habe nicht mal Personalausweis dabei. Personalausweispapiere auch nicht dabei. Ja, genau, also okay. Dabei. Ja, dann muss er eben mal überprüfen, aufnehmen. Ja. Ohne Papiere und mit dem Handy am Steuer erwischt zu werden, ist für den 45-jährigen Fahrlehrer wie eine verpatzte Prüfung. Gibt kaum was Doveres jetzt. Warum? Ganz genau. Weil dafür bin ich da, dass sowas auch nicht passiert und wenn einem dann selber passiert. Aber ja, es ist eigentlich nicht entschuldbar und vor allen Dingen
Gerade wenn man so sieht, was an Sekunden dann vielleicht mal von der Straße gehen. Gut, man hat, ich habe so ein Handy mit so einer Freisprechanlage, das dann angeht. Aber man hat halt eine Bewegung im Auto. Und diese Bewegung muss nicht sein. Das ist Nonsens, Blödsinn. Und Gott sei Dank wird immer drauf geguckt. Hat auch mal so, naja, die, die es wissen, müssen auch Ohren lang gezogen kriegen. Was der Vater auch schon Fahrlehrer seinem Sohn erzählen würde, weiß der genau. Ich glaube, ich kriege sogar noch Stubenarrest dabei, obwohl man ja so ein gewisses Alter erreicht hat. Aber ich glaube, da gäbe es sogar noch mit Stubenarrest, weil da könnte ich in Ruhe telefonieren. 88,50 Euro kostet das Vergehen. Dazu kommt noch ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Und der ist für den Fahrlehrer wie ein schwarzer Fleck auf einer weißen Weste. Mit 8 Punkten geben wir den Führerschein ab. Also meine Bitte wäre, mein Anliegen wäre einfach, lassen Sie das Handy demnächst liegen in der Mittelkonsole, schaffen Sie sich ein Headset an, ja, nicht mehr in die Hand nehmen, die Hände gehören an den Lenker. Ja? Da gehören Sie wirklich. Okay. Ja? Alles klar. Gute Fahrt. Okay. Jo, danke. Ja, tschüss. Die Polizei in Borken wird wie viele andere Dienststellen in ganz Deutschland die Handykontrollen fortsetzen. Auch um die steigende Zahl der Verkehrsunfälle mit ungeklärter Ursache zu senken. Vor wenigen Minuten hat uns hier eine Eilmeldung erreicht. Auf das islamkritische französische Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris ist ein Anschlag verübt worden. Es soll mehrere Tote gegeben haben. Nathalie Steger in Paris, was ist über den Vorfall inzwischen bekannt? Ja, tatsächlich, seit kurz vor 12 überschlagen sich hier die Nachrichten. Anfang hieß es, es habe Verletzte gegeben. Mittlerweile bestätigt die Staatsanwaltschaft 11 Tote und darunter sollen 2 Polizisten sein. Es sind wohl 2 Männer mit Kalaschnikow in die Redaktion eingedrungen, das ist bisher bekannt. Man weiß natürlich noch nicht im Moment, wer die Täter sind, jedenfalls gibt es dazu nichts Offizielles. Aber François Hollande, der französische Staatspräsident, ist auf dem Weg zum Tatort und es wurde bereits jetzt für 14 Uhr eine Krisensitzung im Élysée einberufen. Also da scheint man wirklich es ist eine sehr schlimme Sache passiert und der Élysée, Frankreichs Regierung, steht Kopf. Ja, das klingt auf jeden Fall so bei der Tat. Und es ist ja auch nicht der erste Anschlag auf die Redaktion, wie wir auch gehört haben. Was können Sie uns über die Zeitung sagen? Ja, tatsächlich gab es vor drei Jahren gab es bereits einen Brandanschlag wegen Mohammed-Karikaturen. Das ist eine durchaus islamkritische Zeitung. Man weiß allerdings im Moment noch nichts über die Hintergründe. Aber es ist nicht das erste Mal. Aber dieses Mal ist der Anschlag besonders schrecklich. Ja, vielen Dank, Nathalie. Sie beobachten es weiter für uns. Vielen Dank nach Paris. Und mehr zu dem Anschlag in Paris erfahren Sie auch gleich im ZDF-Mittagsmagazin, direkt hier im Anschluss an die Drehscheibe. Jetzt kommen wir erstmal zurück nach Deutschland. Und da muss ich sagen, ich finde es richtig großartig, dass es ihn gibt, aber gleichzeitig auch sehr traurig, dass es ihn geben muss, nämlich den Kältebus der Berliner Stadtmission. Seit 20 Jahren ist der blaue Bus inzwischen in der Hauptstadt unterwegs. Von November bis März fährt er durch die Nacht und rettet in Berlin Obdachlose vor dem Erfrieren. Denn für Menschen auf der Straße ist jede Winternacht neu ein Kampf ums Überleben. Zielsicher steuert Ludwig Grünert den Alexanderplatz an. Helle Mitte der Hauptstadt und zugleich Anziehungspunkt für Gestrandete. Hier finden er und seine Kältebuskollegin Sandra Wonde jede Nacht Obdachlose, die mit der Winterkälte kämpfen. Heute ist es Monika, 48 Jahre alt. Ich tue mir abends immer rumtreiben. Ich kann nicht zuhören, ich hab niemand weiter. Ich bin allein. Jetzt fahren wir in eine Frauennotunterkunft. Da sind nur Frauen. Mann weg, Wohnung weg, Kinder weg, erzählt Monika. Seit einem halben Jahr lebt sie auf der Straße. Das Kältebus-Team hört zu, stellt aber keine unbequemen Fragen. Sie wollen Wärme schenken, auch zwischenmenschlich. Niemand soll draußen erfrieren. Es gibt einige, die vielleicht ohne Lebensmut der Kälte nichts mehr entgegensetzen können oder wollen. Und dabei unterschätzen, dass es kritisch werden kann, wirklich lebensbedrohlich. Monika wird die Nacht in einer Notunterkunft für obdachlose Frauen verbringen. Ein sicheres, warmes Bett und vielleicht ein erster Schritt zurück ins Leben. Seit 20 Jahren ist der Kältebus der Stadtmission im Einsatz. Das Geld kommt überwiegend von Spendern. Ludwig Grünert ist diesen Winter hauptamtlicher Fahrer. Sandra Wonde hilft alle 2 Wochen ehrenamtlich. Pausenlos nimmt sie Anrufe von besorgten Bürgern entgegen. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Mehrere Anrufer aus Berlin-Lichtenberg haben von einer Frau berichtet, die allein in einem Park liegen soll. Und? War bei dir was?
Nee, hier ist es auch leer. Bei Frauen machen sich die beiden besonders Sorgen, denn sie sind gefährdeter allein auf der Straße. Kurz nach Mitternacht, minus 5 Grad, nach 20 Minuten Suche finden sie die Frau im Schlafsack auf einer Parkbank. Guten Abend. Hier ist der Kältebus. Wir sind ja vom Kältebus. Guten Abend. Die Frau wundert sich über die Aufmerksamkeit. Sie heißt Miriam, ist 50 Jahre alt. Bei warmem Kaffee vom Kältebus-Team erzählt sie, dass sie eigentlich eine Wohnung hat. Hier draußen sei sie jetzt nur, weil sie ihre neue Winterjacke mal richtig testen wolle. Warum sind Sie denn lieber draußen im Park als in Ihrer Wohnung? Weil die Luft hier besser ist. Als im Haus stinkt's brennt, die knallen zu laut. Danke. Ist Ihnen nicht kalt? Nee, noch nicht. Für alles hat sie eine Erklärung parat. Auch für die prallvollen Taschen, die rund um ihre Parkbank stehen. Aber Sie haben eine ganze Menge mit rausgebracht hier an die Bank. Ich war auch einkaufen. Miriam lässt sich noch ein paar Notunterkünfte empfehlen, aber mitkommen will sie nicht. Für das Kältebus-Team ist jetzt Geduld gefragt. Sandra hat es gerade gesagt, müssen wir dranbleiben, hat sie gemeint. Sieht, ja, das, was sie sagt, passt nicht zu dem Bild. Also mal ausprobieren, draußen zu schlafen. Ja, ich finde immer, dass Frauen ja zurückhaltender sind und oder eben vielleicht auch eine andere Geschichte erzählen. Halt und da. Aus Scham. Ja, so würde ich das sagen, ja, aus Scham. Um 2:30, kurz vor Ende ihrer Tour, sind die beiden in Kreuzberg unterwegs. Wieder folgen sie einem Hinweis von Anwohnern. Unter einer Brücke finden sie einen Verschlag aus Plastikplanen. Wir sind vom Kältebus, nicht erschrecken. Plötzlich raschelt es in der Dunkelheit. Nicht erschrecken. Ah, oh, sie stehen da die ganze Zeit so ruhig. Haben gar nichts mehr gesagt. Wir sind vom Kältebus. Hallo. Vom Kältebus sind wir. Ja, hallo. Hallo, mein Name ist Toni. Er heiße Toni, sagt der Mann, komme aus Eritrea. Seit 8 Wochen ist er in Berlin. Er habe kein Geld, wisse nicht wohin. Aber mitkommen im Kältebus, das ist ihm auch nicht geheuer. Flüchtlinge, erzählen die beiden vom Kältebus, sind die neuen Gesichter der Obdachlosigkeit. In den nächsten Wochen werden sie immer wieder nach Toni, Miriam, Monika und den anderen gucken. Denn der Winter ist noch lang und niemand soll erfrieren auf den Straßen der Hauptstadt. Ja, echt toll, dass es diesen Kältebus gibt. Wasser kann genauso ungesund sein wie Bier. Dann nämlich, wenn es um Schleppen der Kisten geht. 2 volle Kästen mal eben falsch angehoben oder getragen, schon ist der Rücken der Dumme. Und viele, die das lästige Rumwuchten leid sind und es sich leisten können, die lassen sich die Getränkekisten deshalb gerne nach Hause liefern. Denn überall bieten Bringdienste ihren Service an. Und sie werden heute von Christian Meyer beliefert. Der ist nämlich mal einen Tag lang mit auf Tour gegangen. Das Fitnessstudio werde ich mir heute Abend wohl sparen können. Das merke ich gleich zu Beginn meines Einsatzes als Getränkelieferant. Einen Tag lang bin ich mit Markus Hümer in Frankfurt unterwegs. Um 7:30 morgens beladen wir unseren 7,5 Tonner im Getränkegroßhandel. Wir haben noch genug Gewicht heute zu tragen. Da ist möglichst viel halt immer mit dem Sackern oder mit dem Rolli machen wir halt möglichst viel. Ja, damit der Rücken entlastet wird. Wasser, Säfte, Cola, Bier. Als ich das Gewicht unserer heutigen Ladung höre, zucke ich erst mal zusammen. Ja, ich schätze mal so 3 bis 4 Tonnen, was du am Tag in der Hand hast. 3 bis 4 Tonnen heute. Knapp 10 verschiedene Stationen stehen heute auf unserer Lieferliste. Privatkunden, mehrere große Firmen und eine Kirchengemeinde. Die bekommt unter anderem für mich gefühlte 1 Million Flaschen Limonade geliefert. Trepp auf, Trepp ab, schleppe ich die Kästen in den Keller. Ready. Zur nächsten Station will ich selbst fahren. Ich habe einen Führerschein Klasse 3 noch von früher. Normalerweise ja, aber dadurch, dass das gewerblich ist, ist das jetzt nicht mehr möglich. Dann brauchst du wieder einen extra Führerschein dafür. Okay. Das heißt, ich bin heute nur dein Beifahrer und kann nicht auch mal selbst den Wagen steuern. Nee. Schade, das hätte ich gern mal gemacht. Als Familienbetrieb beliefern die Hümers manche Kunden schon seit Jahrzehnten.
Das ist ja eine Überraschung. Der hätte ich mich doch schick gemacht. So wie diese ältere Dame im Frankfurter Westend. Guten Tag. Das heißt, Sie bekommen schon ziemlich lang von den Kollegen ausgeliehen. 20 Jahre, würde ich sagen. Oder ich glaube, länger. 20 Jahre? Länger. Ja. Ich glaube, der Vater kommt schon 30 Jahre insgesamt. Ne? Ja, dann kriege ich auch so lange. Ja. Na ja, ich bin 93. Kunden wie diese Dame sind die Minderheit. Rund 80% machen Firmenlieferungen aus. Hast ja leichtes Gut. Hängt fest. So. Wie viel der Stock? 7. Rutscht noch fast weg, weil es nass ist. 180 Kilo, die merkt man schon ganz schön. Sind das so Momente, wo du dann deinen Job irgendwie hast, wenn es dabei auch total regnet, wie jetzt? Na, hassen nicht, aber wir sind ja eigentlich zum Glück recht kurz im Regen. Es könnte ja auch kalt und sonnig sein. Also gegen kalt und sonnig haben wir soweit nichts. Geliefert wird aber natürlich bei jedem Wetter. Jetzt, im Winter, sei insgesamt etwas weniger zu tun als im heißen Sommer, erzählt mir Markus. Da sind die Lieferzeiten eng getaktet. Der Lieferpreis hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Es kommt immer drauf an. Auf die Menge halt auch und auch auf den Lieferumfang, ja, die Menge und halt auch der Arbeitsaufwand. Ja. Also wir haben ja Kunden, da ist natürlich, die haben natürlich einen anderen Preis von der Menge her. Wenn einer jetzt 10 Kisten bestellt, beziehungsweise einer, der vielleicht 2 Kisten bestellt und das dann aber in den 4. Stock halt hochgetragen bekommen möchte. Ja. Also es hängt auch damit zusammen, wie die Wohnung erreichbar ist. Richtig, ja, richtig. Und gerade in schicken Frankfurter Altbauten ist die Erreichbarkeit oft schwierig, stelle ich fest. Enge Wendeltreppen sind da keine Ausnahme. So, er hat 4, ich habe 2. Nächstes Mal nehme ich auch 4. Und das Platzproblem gilt nicht nur für die Treppenhäuser. Auch der Wagen lässt sich meist kaum parken. Blinkend in zweiter Reihe stehen ist die Regel. Oder dicht gedrängt am vorbeirauschenden Verkehr. Schnell wieder rein. So schwer es auch ist. Gegen Ende der Tour verliere ich langsam Nerven und Überblick. Ein Volvic, ein Elisabethen in den 5. Genau. Stell dich einfach vor die Tür. Ich gehe mit. Okay. Kannst du das schon mal? Und wieder rund 25 Kilo hoch in den 5. Stock. Am Nachmittag ist die Tour beendet. Zurück am Getränkegroßhandel laden wir Pfandkästen aus und bestücken den Wagen für den nächsten Tag. 800 Kilo? Ja. Und hier haben wir nochmal 730 Kilo. Schön. Unterwegs bei Wind und Wetter stets freundlich zu den Kunden sein, pünktlich ankommen und schwer heben. Ein anstrengender Job liegt hinter mir. Aber ich finde, nach so einem langen Tag habe ich mir jetzt auch mal einen Schluck Wasser verdient. Ja, unbedingt, Christian. Und wenn du mehr brauchst, ich trete dir auch hier gerne noch mein Studiowasser ab. Und während Christian seine Tour für heute hinter sich hat, legen wir jetzt erst richtig los und gehen auf große Expedition. Und da lernen Sie nicht nur höchst interessante Menschen in Bremerhaven kennen. Expeditionsreporterin Sabine Komm trifft dort außerdem auf sprechende Puppen für Studenten und Kniekissen für die Kirche. Mein Name ist Sarah Pospischil und ich schicke den Reporter auf Expedition Deutschland heute nach Bremen. Und zwar genau nach Mittelstraße 16, Bremerhaven. Die Mittelstraße ist nicht weit weg von der Weser und wie der Name schon sagt, gleichzeitig mitten in Bremerhaven. Mal sehen, wen ich hier mal ansprechen kann. Versuche ich es bei ihm mal. Sie sind mir aufgefallen mit Gitarre auf dem Rücken. Ja, genau. Fahren Sie zur Arbeit oder zum Üben oder was? Naja, zur Hochschule. Und da studieren Sie, Musik kann man doch gar nicht studieren, Medizintechnik, oder? Medizintechnik, das ist nur Hobby. Ach. Das ist nur Alibi. Und seit wann leben Sie in Bremerhaven? Seit meinem 24., also seit 1990, also bin 24 Jahre hergekommen. Aber Sie sind schon älter als 24? 27 Jahre alt. Aha. Haben Sie noch ein bisschen Zeit zum Reden? Keine Zeit, ich muss noch lernen. Schade. Ja. Tschüss. Tschüss. Aber er ist sicher nicht der Einzige, der hier unterwegs ist. Mal sehen, was es in der Mittelstraße noch zu entdecken gibt.
diesen Laden zum Beispiel. Das sieht ja schon nicht schlecht aus. Die Farbe auf jeden Fall. Und dann bin ich mittendrin in dieser Werkstatt. Die Kolleginnen, die hier arbeiten, sind Raumausstatterinnen. Alte Sessel möbeln sie in diesem Meisterbetrieb wieder auf. Aber nicht nur das. Birgit Hoge hat heute einen ganz besonderen Auftrag. Was wird das dann Schönes? Es sieht ja aus wie so eine Umzugsdecke, was Sie da drauf genäht haben. Das ist eine Watte, damit der Bezug nachher besser in den, oder der, das Polster besser in den Bezug reinrutscht. Damit das, der Schaum würde sonst stoppen. Das sind Kniekissen für die Kirche. Kniekissen für die Kirche? Die Ministranten, die knien ja vorne am Altar zum Beispiel. Und da ist ja meistens harter Boden. Und damit die Knie nicht gleich ganz kaputt sind, kriegen die Kissen genäht. Genau. Ja, dann ist es ja eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe. Das haben wir nur. Sind das die ersten Kirchenkissen, die Sie machen? Kniekissen, ich selber glaube, ja. Ist bequem. Der Mann von Birte Hoge ist Fliesenleger und wünscht sich auch solche Kissen. Aber zuerst ist die Kirche dran. Und das ist Marion Wille. Sie ist schon seit 35 Jahren dabei. Sie arbeiten hier sogar mit Klebstoff. Das muss zum Teil abgeklebt werden, da wir das so ein bisschen ausstanzen nachher. Toll. Und diese, das nennen sich dann Kissenknöpfe? Das sind bezogene Knöpfe. Die werden mit Stoff bezogen. Dafür haben wir eine Stanze. Das haben Sie selber gemacht? Ja, die machen wir selber. Wird ja zu jeweils zu dem dementsprechenden Stoff müssen dann ja auch die Knöpfe gearbeitet werden. Und wenn Sie so Stoffe lieben und sich deswegen auch für den Job entschieden haben, wie sind Sie denn dann ganz persönlich eingerichtet? Mein Wohnzimmer ist überwiegend richtig knallrot mit Blau- und Cremetönen. Und ich mag es gerne, wenn es so ein bisschen knallt. Und was sagt Ihre Familie dazu? Die hat sich in ihr Schicksal gefügt. Das Wohnzimmer würde ich gerne sehen, aber Frau Wille kann im Moment nicht weg. Na gut, dann sehe ich einfach mal nach, was die Auszubildende gerade macht. Sie schlagen ja das Leder. Ja. Das ist richtig so. Ja, genau, damit es einfach, dass der Schaum sich in das Kissen einfügt. Das geht so einfach am besten. Ja. Und war das schon von Anfang an Ihr Berufswunsch? Nein, am Anfang wollte ich eigentlich was anderes machen. Ich wollte auf Lehramt studieren. Grundschullehrerin wollte ich werden. Hab dann aber entdeckt, dass das nichts für mich ist. Was ist denn hier so schön? Ja, einfach, dass man die Sachen in der Hand hält und was sieht, was man damit gemacht hat und den Erfolg dann auch am Ende sieht. Und plötzlich sehe ich Torben wieder, den Studenten, den ich bereits heute früh angesprochen hatte. Jetzt will der 27-Jährige offensichtlich zur Hochschule. Und da möchte ich mit. Das ist jetzt Ihre Hochschule? Das ist meine Hochschule, genau. Und wie sind Sie überhaupt da drauf gekommen oder was haben Sie bisher gemacht? Also ich habe Zivildienst gemacht, habe dann den Weg zur Krankenpflege gefunden, habe dann meine Ausbildung dort gemacht im hiesigen Krankenhaus und habe dann 2 Jahre da in der Anästhesie gearbeitet, also im OP. Und Blut können Sie sehen? Ja, kein Problem. Meine Tante, meine Mama sind beide Krankenschwestern, der Freundeskreis dementsprechend und da war der Hang zum Krankenhaus eigentlich immer da. Doch die Arbeit im Operationssaal war Torben nicht genug. Seit 2 Jahren studiert er in Bremerhaven Medizintechnik, zusammen mit Studenten aus Marokko, Syrien und Kamerun. Die technischen Anforderungen sind hoch. Einige haben ihr Studium bereits abgebrochen, Torben nicht. Durch seinen Job wusste er, was ihn erwartet. Ich habe ja vorhin im Krankenhaus gearbeitet. Von daher waren diese technischen Geräte jetzt nicht das Problem. Das war mir schon bekannt. Was für mich viel schwieriger war, war nochmal diese Mathematik, Elektrotechnik und Mechanik-Grundkenntnisse wieder aufzufrischen. Aber vermissen Sie jetzt nicht irgendwie die Patienten, diese Nähe? Nebenbei arbeite ich momentan auch noch im Krankenhaus. Also von daher ist da noch der Ausgleich da. Also Sie arbeiten auch im OP zurzeit? Genau, richtig. Früher hat Torben eher mit Patienten gearbeitet, jetzt mit dieser Puppe. Eine Simulationspuppe, die viel kann und offensichtlich sogar den Leiter dieses medizintechnischen Labors begeistert. Die Puppe kann auch Geräusche von sich geben. Also da ist ein Lautsprecher eingebaut. Man kann ein Stöhnen rein. Man kann mit dem Patienten sprechen. Haben Sie Schmerzen? Ja. Ganz andere Geschichte eben. Wenn man jetzt irgendwelche Körperteile berührt, dann
kann ich das entsprechend auch hier einspielen. Ne? Heute geht es um Erfassung und Analyse der Herzsignale. Medizintechniker arbeiten an der Schnittstelle zwischen Arzt und Technik. Wer Medizintechnik studiert, ist auch gefragt, oder? Ja. Also die Chancen, die Berufsaussichten sind danach sehr gut. Sie werden nie arbeitslos. Wenn man sich anstrengt, geht auch das. Nein. Vielen Dank für den Einblick in Medizintechnik und viel Glück bei der Jobsuche. Ja, danke schön. Tschüss. Ich bin dann mal weg und Torben und der Laborleiter kommen endlich wieder zum Arbeiten. Ja, vielen Dank nach Bremerhaven, vielen Dank Sabine. Und dort von der Nordsee, da machen wir jetzt morgen einen Sprung in den Süden, an den Nordrand des Schwarzwaldes. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie dabei sind. Aber jetzt gucken wir erst noch nach Thüringen. In knapp 2 Stunden beginnt in Oberhof nämlich der Biathlon-Weltcup. Los geht's mit der Staffel der Damen. Und da können Sie hier im ZDF ab 14.05 Uhr live mitfiebern. Doch bevor sich da gleich die Sportlerinnen und Sportler in den Vordergrund laufen und schießen, schauen wir erst noch mal, wie sich Oberhof selber auf das winterliche Großereignis vorbereitet hat. Oberhof im Wintereiszauber. So romantisch sah es hier die letzten Tage aus. Für die freiwilligen Helfer im Biathlonstadion allerdings eine echte Herausforderung. Stundenlang kratzten sie die vereisten Treppen frei und haben dabei auch noch gute Laune. Muss gemacht werden. Tagelang sind 600 freiwillige Wintersportfans im Einsatz, um Oberhof Wettkampf klar zu machen. Stefan Happ zum Beispiel sitzt normalerweise als Angestellter im warmen Büro. Sein Helferjob in Oberhof aber ist in seinem Terminkalender fest eingeplant. Das ist mal was anderes sozusagen. Aber das heißt, Sie haben sich Urlaub genommen oder was? Das ist mein Resturlaub, ja, vom letzten Jahr. Oberhof im Biathlonrausch. Auch auf dem Caravanplatz von Familie Nordheim reisen Fans aus ganz Deutschland an. Fast 400 Kilometer haben Paul und Monika Deger hinter sich und sind schon aufgeregt. Zum ersten Mal werden sie live im Stadion dabei sein. Im Speziellen freuen wir uns dann, wenn wir den Ole Einar Bjørndalen sehen. Den haben wir letztes Jahr in Norwegen gesucht, beziehungsweise war er dort in der Heimatgemeinde von ihm, um zu wissen, wo der Bursche herkommt. Mit seinen 40 Jahren hat er schon Granat. Dass man die Heimat nicht vergessen, Schwarzwald und das Badische, haben wir auch Badische, keine Schwäbische, Badische Maultaschen dabei. Ja, eingefroren. Okay, und die gibt's dann? Die gibt's dann. Die Fans sind also startklar und dürfen sich auf eine Attraktion mehr freuen. Einen neuen 19%-Anstieg. Das war der Wunsch der IBU, vor dem Stadion noch mal einen kleinen Anstieg einzubauen. Dem sind wir natürlich nachgekommen. Der Streckenabschnitt hat noch keinen Namen. Mal schauen, was sich so ergibt während der Veranstaltung. Übrigens sind für alle Rennen noch Karten verfügbar. Kurzentschlossene haben also die Chance, die Biathlon-Weltelite ab heute hautnah in Oberhof zu erleben. Ja gut, Kurzentschlossene mit kurzer Anreise zumindest. Alle anderen sind hier im ZDF bestens aufgehoben mit ZDF Sport Extra live ab 14.15 Uhr. 14.05 Uhr, also direkt nach dem Mittagsmagazin. Und dort bekommen Sie jetzt auch noch mehr Infos zu der tödlichen Schießerei in Paris. Und wir sehen uns dann hier morgen wieder. Bis dahin. Ciao.